Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme / Ausgabe vom Minecraft Let's Game. So, es ist Nacht, wir müssen schlafen gehen. Also geht's ab ins Bettchen. Ich habe ja extra ein Bettchen mitgenommen. So, wir sind irgendwo am Arsch der Welt, hast du nicht gesehen? Also ich habe eigentlich gedacht, dass wir irgendwo hier eine Lava finden. Irgendwo Lava finden, vielleicht an der Oberfläche oder sonst was. Aber hier ist anscheinend auch Ende. Ich habe gedacht, hier geht's vielleicht unter Wasser, also nicht unter Tage, sondern ja, unter Tage unter Wasser, aber anscheinend ja doch nicht. Hier war, denke ich, Schluss, kann das sein? Ja, hier war Schluss. Und jetzt ist das Problem, weil wir sind gerade auf jeden Fall auf der Suche, also ich habe extra eine Diamantspitzhacke gemacht, nach Obsidian, damit wir uns endlich mal einen Zaubertisch machen können und uns endlich die Sachen verzaubern können. Aber anscheinend haben wir damit echt nicht so gut Glück. Deswegen gehen wir, also sind wir jetzt ein bisschen auf der Suche, gucken uns ein bisschen rum. Und vielleicht finden wir auch irgendwo vielleicht mal ein bisschen Lava. Aber gerade habe ich hier ein bisschen Kohle. Also man kann es auch so, ich nenne es mal ein bisschen mit einem Höhlengang kombinieren. Kohle schadet nie. Und dann kann man halt auf jeden Fall mal gucken, ob man halt auch eben nebenbei irgendwie irgendwo was an Dingens findet. Ja, Lava. Hast du nicht gesehen. So, auf jeden Fall. Direkt das. Oder geht's hier unten weiter? Nee, doch nicht. Vielleicht direkt das erste Thema, was wir hier, was ich ansprechen möchte, blablabla, hast du nicht gesehen. Und zwar, erster Sandstein, den ich mir besorgt habe hier. Ich denke, wir gehen mal hier einfach in. Geht's hier runter? Ulala, ulala. Je m'appelle Ilya, ulala. Nee, aber auf jeden Fall, das erste Thema ist halt eben Betrug am Geldautomaten. Da denkt man sich so, hä? Sind eigentlich Geldautomaten nicht so krass sicher? Hast du nicht gesehen? Da war was für Betrug? Taschendiebe? Was? Taschendiebe am Geldautomaten? Das ist ja unerhört. Sind da nicht immer überall Kameras? Und also, da denke ich, also wo die das getestet haben, war halt eben in einer Filiale. Da muss ich, also ich erzähle euch gleich, was das ist, aber ich sage euch erstmal so, yo, was sie getestet haben, war halt eben in einer Filiale, da haben sie eben gezeigt, wie die Taschendiebe eben, Taschendiebe, das sind keine, ja doch, das sind schon Taschendiebe, Trickbetrüger, die heißen so, im Fachjargon, und, ja, da haben die eben gezeigt, wie die funktionieren, und zwar in einer Filiale. Und in der Filiale gibt es eigentlich normalerweise eben Kameras, aber eben jetzt wegen Corona hat man ja immer Masken an, deswegen ist halt eben auch schwieriger, diese Betrüger ausfindig zu machen. So, aber worum geht es denn eigentlich? Also auf jeden Fall, ich habe ein Video dazu gesehen von Marktcheck, hast du nicht gesehen, irgendwie sowas, oder von NDR, keine Ahnung, irgendwie so staatliches Fernsehen, das uns versucht zu retten. Was? Der Staat, der will uns doch alle hier betrügen. Corona-Regeln sind doch alle hier gegen das Grundgesetz, der Staat ist böse. So, auf jeden Fall, das so nebenbei, Anspielung auf die Aluträger. Ja, da waren halt eben Profis, also Trickbetrüger-Profis am Werk und haben halt eben gezeigt, ich höre eine Höhle irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Ja, von rechts habe ich gerade das gehört. Vielleicht einfach mal hin. Es geht weiter. Ja. Gut, dass ich hier gebaut habe. Sonst hätte ich das alles hier nicht gefunden. Ist das eigentlich ein Diorit oder so? Mal einsammeln. Was ist das? Andesit. Ich würde aber gerne Diorit haben. Ist das ein Diorit? Also fürs Bauen, für zu Hause, weil zum Beispiel die Toilette, ja, die würde ich gerne aus Diorit bauen, solange wir halt eben noch kein Dingens haben. Kein Quarz aus der Hölle, dann nehme ich mal vielleicht ein bisschen mit, denn die sind von diesem Diorit. So, wir waren aber bei den Trickbetrügern dran. Und so im Allgemeinen kommt halt eben ein Trickbetrüger. Ist das immer noch Diorit? Ich weiß gar nicht. Ist das Diorit? Ja, ist immer noch Theorie, nice. Der lenkt dann halt eben einen ab und dann der Kollege, der snackt sich die Karte, beziehungsweise der eine holt sich die Karte, gibt das seinem Kollegen und der Kollege, ja, der erklärt sich das halt eben alles, aber das erkläre ich dann alles nochmal ausführlicher, wie das halt eben alles funktioniert. Ja, und im Notfall könnt ihr das halt eben auch alleine. Deswegen, wenn ihr nur einen Typen seht, der euch anspricht, denkt nicht so, ach ja, da bin ich so sicher, da müssen noch zwei Leute am Werk sein, damit das klappt. Na, im Notfall kann man das halt eben auch alleine machen. Und auch generell so, wenn man sich so überlegt, so, yo, am Automaten angesprochen werden, ist schon ein bisschen, ja, komisch. Weil man gibt ja da seinen PIN ein und so. Aber, ja,
Und monatlich, ich weiß nicht, ich denke, die haben gesagt, das war Rheinland-Pfalz oder so. Ich denke mir so, Bro, wen interessiert Rheinland-Pfalz? Also sorry an alle Zuschauer, wer hier aus Rheinland-Pfalz kommt, nichts gegen euch, aber Bro, wen interessiert Rheinland-Pfalz? Habe ich mir so gesagt beim Gucken. Ja, aber die haben irgendwie von hä, ich habe aber doch eine Fledermaus gehört. Scheiße, ey. Irgendwo ist eine Höhle. Safe. Safe Call. Hier! Hier, ich höre, das kommt von hier. Wir versuchen es. Wir bauen uns mal in die Richtung. Ich höre jetzt von. Ich weiß nicht, ob hier der Sound eben so gut. Ah, ja, es ist gut. Ja, Mann. Easy GG. Es geht weiter, Leute. Ja, und das ist halt eben. Ich denke, das war halt eben Rheinland-Pfalz. 8 Fälle im Monat davon registriert werden. Ich denke, das war. Hä, was ist das bitte für eine Höhlen-Connection? Einfach für den Arsch! Ich höre die Zombies überall, aber ich weiß nicht, wo die sind. Katastrophe, ja. Und das ist halt eben 8 Fälle so in Rheinland-Pfalz gibt eben monatlich. Also das ist halt, also wenn man so überlegt, Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, wo Rheinland-Pfalz ist. Ich denke mal, das ist schon ein bisschen größer, aber 8 Fälle so im Monat, passiert nicht so oft halt eben, wenn man auf alle Bürger und Bürgerinnen das halt eben irgendwie ausbreitet. Ich habe schon mal so gesucht und ich habe nichts gefunden. Ich schwöre. Das, warte, ist hier schon oben? Kann nicht sein, dass hier schon oben ist. Nee. Hey, jetzt kommt es von rechts, das kommt von hier, definitiv. Jetzt von links. Das kommt von überall. Ja, aber wir waren beim Thema noch dran. Ja, und das sind halt eben die offiziell registrierten Fälle, 8 Fälle. Und es kann halt eben, ey, von überall, ich sag's euch. Ich sag es euch. Ey, ich schwöre. Ich schwöre, ich raste aus. Irgendwo hier. Von rechts, von hier direkt neben mir. Wo? Jetzt mache ich das auf. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ja, und dann fallen auf einmal alle Monster auf mich drauf. Ich baue mir hier kurz zu, weil das ist ein bisschen gefährlich. So, wir haben auf jeden Fall eine Mine gefunden. Nice, nice, nice. So, und das sind halt eben die offiziell registrierten Fälle. Und das heißt, es gibt eben noch viel mehr. Unregistrierte Fälle ist ja normalerweise so. Hä, das hat mich getroffen, obwohl ich Schild hatte. Eieieiei, ist das dein Spawner? Ist dein Spawner, mein Freund? Ja. Und das ist halt eben auch das Problemchen. Und da muss man halt eben aufpassen, dass man halt eben nicht in die Falle gerät. Weil, ich erzähle euch jetzt mal das Problem, wieso man halt eben so stark darauf eigentlich so aufpassen sollte und eben nicht in diese Falle tappen sollte. Okay, das ist ein Creeper. Creeper, komm her, explodier. Oh, nice. Der Typ. Der Typ. Ah, ich hätte Schild vor mir halten sollen. Dann hätte ich schon weniger Schaden bekommen. Ey, hier sind, aber die Monster rasten hier extremst aus. Was geht ab? Ah, Junge! Ah, Junge! Profi-Tricks, Junge! Profi-Tricks! Easy GG! Hä? Wo sind die Monster? Noch einer! Easy GG! Oh, da ist Minenkarren. Oh, der hat jetzt eine Kiste. Eieieiei, ey, wie viele Monster sollen hier noch sein, bitte? Komm, 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 knallen ab. Ja, Mann, easy GG. Scheiße, wieso greift er mich auf einmal an? Ich check's nicht. So. Easy. Reaper, komm her. Easy explodiert. Jetzt habe ich mehr Freiraum. Viele Gleise nebeneinander. So, auf jeden Fall. So, aber gehen wir mal vielleicht ins Detail des ganzen Dingens, wie das halt eben passiert. So, man steht am Automaten. Man sollte, ja, ich sollte den vielleicht doch nicht explodieren lassen, den Creeper immer, weil der kann halt eben auch wert. Der Zombie ist nicht tot. Wertvolle Ressourcen eben kaputt machen. So, auf jeden Fall, man hebt halt eben gerade Geld ab. Und dabei spicken halt eben die Trickbetrüger den Pin von einem aus. Also das geht halt eben leichter als man denkt. Zwar sind da irgendwie so Schutzvorrichtungen, hast nicht gesehen, man hält vielleicht nur so halb seine Hand drüber, hast nicht gesehen, oder man hält gar nicht seine Hand drüber, wenn man so drauf achtet. Es ist halt eigentlich mega easy, den Pin auszuspähen. Und was mich auch zum Beispiel immer so, ja, ich nenne es mal nicht unbedingt stutzig macht, aber ich finde das immer komisch bei Leuten, die geben einfach vollkommen unbedacht den Pin vom Handy ein. Vor anderen Leuten einfach so papp, papp, papp.
dass man den einfach abgucken kann. Und ich denke mir so, Bro, ich guck weg, weil ich will den nicht sehen, weil ja, dann kann ich den auch unbeabsichtigt, nenne ich es mal so, mir merken. Das will ich halt eben nicht. Und ja, dann machen wir halt eben, ja, ich verstehe. Rote Beete-Samen, das kann man mitnehmen. Namensschild kann man auch auf jeden Fall mitnehmen. Aktivierungsschiene braucht man nicht. Das hier legen wir mal raus. Kohle, Schienen brauchen wir auch nicht. Rote Beete-Samen, Fackel. Ah, ich habe Schienen. Ah, ja, okay. Oh, was ist das? Oh, Melonenkerne. Melonenkerne. Die waren aber echt dunkel, die hat man gar nicht gesehen. So, Karotte. Können wir auch anpflanzen. Das kann man auch alles machen. Egal, geil. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ja, nur mein Inventar ist voll. Das ist natürlich ein Problem. So, nehmen wir das mal mit. Ja, die spielen halt eben den Pin aus. Geht halt eben viel, viel einfacher, als man denkt. Die haben dann auch so Tricks gesagt, wie man das macht. Man muss dann so mit der ganzen Hand eingeben und nicht nur mit einem Finger. Und hast du nicht gesehen, weil dann kann man das halt eben nicht so gut ausspähen. Mit der ganzen Hand eingeben, bam, 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 nein. Aber dann die ganzen Finger so draufhalten, dann nur einen und dann so ich nenne es mal so nebenläufig, dann eben draufklicken. Eben irgendwie so sollte man das machen. So, hier ist auf jeden Fall eine Höhle, aber... Nein, warte. Nein, ich habe gerade Lava zugebaut, kann das sein? Habe ich Lava zugebaut? Ach, da ist ganz viel Lava, das, was wir gesucht haben. Perfekt, perfekt. Eigentlich wäre dann der Höhlengang schon zu Ende, aber wir, ja komm, wenn wir schon hier in der Höhle sind, vielleicht finden wir noch weitere Diamanten. Können wir vielleicht schon nebenbei eine Diamantrüstung machen. Das wäre auch, oh scheiße, jetzt hier direkt ein Creeper. Ah, wir haben Kohle gefunden. Danke, my old friend Creeper. So, ja, dann spicken wir halt eben den Pin aus und dann wird eben das Geld ausgezahlt. Und nachdem, wenn das Geld ausgezahlt wird, kriegt man ja als erstes die Karte raus und halt während der Automat so irgendwas macht, sprechen die einen an. So, hey, entschuldigen Sie, ich habe hier was auf dem Boden gesehen, kann das sein, dass es von Ihnen ist? So von wegen, hey, yo, ich bin nett, freundlich, hast nicht gesehen? Und dann, ja, lässt man sich ablenken, hast nicht gesehen? Ja, irgendwie so eine nette Geste, irgendwie so ein Shit. Ja, und dabei verwickeln die einen ins Gespräch, man wendet sich vom Automaten ab und der Dude, der snackt sich dann die Karte, nebenläufig. Dann gibt er sie direkt so hinterm Rücken seinem Kollegen ab. Oh, verdammt, ich habe einfach gar keinen Platz mehr. Ich muss den nicht vercraften und ich lege jetzt mal das heraus. Ja, dann gibt er eben die Karte seinem Kollegen, seinen Mitstreiter, bösen Mann. Und er läuft zum nächsten Automaten und hebt dann direkt das Geld mit eben der Pin ab. Und man hat halt eben keine Chancen, irgendwie irgendwas anzurufen, weil der Dude, der verwickelt halt einen weiter im Gespräch. Und dann kann man, das ist halt eben auch so unhöflich. Hä, wo ist meine Karte? Ich rufe jetzt sofort den Notdienst an. Whee! Aber auch wenn man den Notdienst anruft, der hat schon bestimmt das Geld abgehoben. Also das ist halt eben das Problemchen. Ja, und das ist halt eben die große, große Gefahr bei dieser ganzen Sache, weil auch im Speziellen, wenn die Verbrecher eben mit der eigenen PIN das Geld abheben, haftet eben auch nicht die Bank. Also auch wenn man anruft, ja, mein Geld ist weg, bla bla, dann sagt die Bank, ja, Pech gehabt, hättest du auf deine PIN achten sollen. Und auch speziell in diesem Fall, man hat halt eben selber nicht darauf geachtet, dass halt eben jemand die eigene PIN ausspäht und hast nicht gesehen. Und ja, da muss man halt eben gut drauf achten. Und eben aufpassen, da hat halt eben die Bank, also da kann halt eben die Bank einem nicht mehr helfen. So, aber das war halt eben das Thema des Betruges. Achtet auf jeden Fall da drauf, dass das euch halt eben nicht passiert. Zum Glück ist das mir auch noch nie passiert, aber ich achte auch meistens immer, ob jemand da ist. Und im Speziellen achtet immer, ob jemand eben hinter euch steht, während ihr halt eure PIN eingebt. Weil meistens findet man, also wenn jemand einfach hinter euch steht und irgendwie so guckt, oh, hast du nicht gesehen, dann weiß man eigentlich schon fast safe sicher, dass der euch eigentlich verarschen will. So, wir laufen aber jetzt eigentlich von der Lava weg. Ich sollte eigentlich jetzt wieder kurz zu... Ich überlege, was ich hier so rauslegen kann. Ich vercrafte aber, denke ich, die Kohle jetzt erstmal kurz. Da kann ich ein bisschen mehr Kohle mitnehmen. Ja, und das ist halt eben das Ding. Also achtet auf jeden Fall drauf. Lasst euch auch nicht ins Handy gucken, also die PIN vom Handy, so, ihr denkt dann vielleicht auch, was will man denn bei mir klauen? Ja, das Handy, was will man klauen? Das Handy, also ganz ehrlich, das Ding ist halt, meistens überlegt man da gar nicht groß drüber nach, wenn man sich so denkt, ja komm, ist mir noch nie passiert, wird mir auch nie passieren, weil hey, yo, hast nicht gesehen.
Ich denke, ich nehme die Kohle nicht mit, weil wir haben nicht noch genug. Aber das Eisen ist gut. So, auf jeden Fall, das nächste Thema. Betrug bei Käsekräckern. Ey, überall ist Betrug. Ey, überall werden wir betrogen. Was ist denn hier in Deutschland los? Deutschland, das Betrügerland? Oh, das. Hey, dauert Minkaren, was geht ab? Aber die Minkaren ist meistens nur Müll irgendwie. Ja, komm, den einen Goldbarren, den lasse ich hier liegen. Lohnt sich ja gar nicht mitzunehmen. Ja, komm, Sensorschiene, die kann man auch selber craften. Zwar kostet das Gold, aber hey, kann man sich schenken. So, ich laufe jetzt eigentlich nochmal zurück, baue mich zu Lava runter, dann baue ich ein bisschen Obsidian ab. Ich habe hier Eisen gesehen. Baue ein bisschen Obsidian ab und danach können wir halt eben weiter. So, auf jeden Fall, wir waren bei den Käsekrackern. Jeder mag sie, jeder liebt sie, hast du nicht gesehen? Aber ja, die schmecken halt eben meistens oder öfters mal nach Chemie und hast nicht gesehen, also nicht wirklich nach Käse, aber die sind halt eben trotzdem geil. Also man sagt da trotzdem nicht nein zu den Käsecrackern, weil ja, die sind halt. Ja. Die Industrie weiß halt eben, wie man einen dazu bringt. Scheiße, man muss, ja, ich baue mich lieber vielleicht in die andere Richtung runter, weil da ist halt eben nicht so viel Lava. Das heißt, wenn auf einmal ein Monster von oben kommt, Gold, und mich irgendwie runterkicken sollte, dann sterbe ich nicht instant. So, ich lege mal irgendwo das etwas wieder raus. Ich lege nicht das Weizen raus. Komm, weg mit den Weizenviecher. Scheiße. Scheiße, ich habe direkt natürlich irgendeinen Müll aufgesammelt. Ja, komm, Theorie brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich auch auslegen. So, und da ist halt eben das Problem, wieso die halt eben auch unter anderem so stark nach Chemie schmecken, weil dort eben nur 0,1% Käse ist. Leute, lasst euch diesen 0,1% Käse auf der Zunge zergehen. Stellt euch das mal vor. Das heißt, ihr habt 100 Gramm hier diese Käsecracker und ihr habt nur 0,1 Gramm Käse da drin. Wow. Wow. Geil. Fällt ins Wasser. Also, was Geileres kann ich mir echt nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so eine Käseüberflutung, da weiß ich auch nicht, wo ich da gelandet bin. So, ich bräuchte ein bisschen Inventarplatz stehen. Ich werfe das mal raus. Ist wirklich Gold? Ja, ist Golderz. So, ja, und das Ding ist halt eben. Der Käsegeschmack von diesen Käsecrackern, der kommt da halt eben auch nicht von diesen 0,1% Käse, die da eben sozusagen eigentlich gar nicht da sind, sondern das ist halt eben mehr ein Trick. Und ja, der Geschmack kommt halt eben von den ganzen Geschmacksverstärkern, die da alle reinpacken, hast du nicht gesehen. Und ja, weil einfach Käse zu teuer ist, um da halt eben einen echten Käse. Gouda oder was weiß ich was alles da reinzupacken, der ist halt eben einfach viel zu teuer. So, aber wieso geht das überhaupt? Also denkt dann sich nicht vielleicht der Staat, ja, die Leute werden betrogen, hast nicht gesehen, bla bla, wieso greift das nicht ein? Ja, da ist das Problem in den EU-Gesetzen, es ist halt eben ein Schlupfloch da drin. Mann, die brauche ich jetzt nicht. Ups, nein, ich brauche hier das hier. Ja, Obsidian, easy GG. Leute, ich kann daraus nur zauberdicht machen, okay. Eisbacke Challenge, okay, EGG. Und, ich hoffe, da drunter ist keine Lava. Komm, komm, komm. Ja, easy. So, ich baue, denke ich, ein bisschen mehr hier Obsidian ab. Ja. Und in dem EU-Gesetz ist halt eben ein Schlupfloch und dass da eben 0,1% schon ausreichen, damit man die Sachen eben irgendwie Käsecracker nennen darf und nicht irgendwie Cracker mit Käsegeschmack. Das wäre halt die andere Alternative, was man halt eben bei anderen Produkten kennt. Ja, also normalerweise bei anderen Produkten hier zum Beispiel in der EU, nee, nicht in der EU, in Deutschland, da gibt es halt eben bessere Regulierungen irgendwie bei Säften oder sonst was, oder hast du nicht gesehen, wenn da ein bestimmter Anteil an dem echten Produkt, zum Beispiel Tomaten, Gurken, wollte ich gerade sagen, aber wieso Gurken, ey, keine Ahnung, nicht vorhanden ist, dann darf man das halt eben nur als das Produkt mit Geschmack mit Tomatengeschmack oder sowas halt eben nur so. Wow! Ich bin fast abgenippelt. Ich bin fast abgenippelt. Ich sag's euch, ey, ey, die Lava, ey. Ich schwöre. Ey, das war so, ey, krass. Die hat sich hier richtig versteckt. Ey, das war eine krasse Falle. Ich sag's euch, ey, ich sag's euch. Das war die krasseste Falle EU-Westland. So viel. Ich nehme mal, vielleicht noch ein bisschen mehr, damit ich mir auch direkt das Portal bauen könnte. Ich nehme mal so, vielleicht, wie viel braucht man da?
3, 3, 3, 9, 12. Ja, komm, ich nehme mal 15 mit oder so. Sieht ja nicht, denke, das sollte dann auf jeden Fall ausreichen. Oder nee, ich nehme noch ein bisschen mit. Ich denke 3, 3, 3. Oder ich weiß gar nicht, ob es ausreicht. Sollte, denke ich, ausreichen. 3, 3, 3, 3, 3. So, Scheiße, ey. Wollt ihr mich verarschen, ey? Was sind das hier für Ecken? Das geht ja nicht. Katastrophe. So, wir waren bei den Crackern noch weiter dran. So. Ja, wie die das halt eben machen, die machen da halt eben Käsepulver rein. Also, und halt eben, weil Käsepulver man viel, viel besser dosieren kann, hast du nicht gesehen. Und die Folge ist eigentlich schon zu Ende. Und deswegen, ich beende vielleicht das Thema mit den Käsecrackern. Beziehungsweise, wir reden vielleicht in der nächsten Folge über die Käsecracker weiter. Und dann erzähle ich euch vielleicht noch ein bisschen weiter, was die halt eben dafür, also wie die das halt eben alles einstellen, wie die genau eben alles machen. Und danach reden wir weiter über Käse. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich erzählen kann. So, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.